So, da sind wir endlich wieder nach schierer Verzweiflung, weil ich jetzt so 10 Versuche gebraucht habe. Ich habe sogar angefangen mit Kompatibilität und als Administrator ausführen rumzuspielen. Und habe es dann doch endlich mal herausgeschafft. Gott sei Dank. Ich hoffe, dass wir da jetzt nie wieder rein müssen in diesem Playthrough. In diesem Let's Play. Denn irgendwann wird es doch zu anstrengend. Hamralgasch. Einäugiger. Frenja. Das hätte ich mir denken können, dass ihr wieder auftaucht. Und gerade noch rechtzeitig, wie mir scheint. Rechtzeitig, um zu spät zu kommen. Habt ihr gedacht, ich finde es nicht heraus, dass ich für mein Ritual keinen echten Kelch brauche? Dann habt ihr mich unterschätzt. Vielleicht habe ich wirklich nicht damit gerechnet, denn wir müssen zugeben, dass ihr ziemlich lange dafür gebraucht Nun habt. ja, meine Quellen waren in dieser Hinsicht leider nicht ganz eindeutig. Aber das ist jetzt unwichtig. Entscheidend ist, dass jetzt nur noch ihr meinen Plänen im Weg steht. Ich nehme an, ihr wollt mich doch bestimmt davon abhalten, diese Maid mitzunehmen. Aber das kann ich nicht zulassen. Hamralgasch? Ja, Meister. Oh, der schon wieder. Würdet ihr wohl so freundlich sein und euch um unseren ungebetenen Gast kümmern? Mit Freuden. Wir haben ohnehin noch eine Rechnung offen. Sehr schön. Ihr wisst, wo ihr mich findet, wenn ihr hier fertig seid. Und enttäuscht mich nicht, Hamralgasch. Dieser Plagegeist hat mich einmal zu oft belästigt. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich werde mich gebührend um ihn kümmern. Und jetzt zu euch. Das ist wirklich eine angenehme Überraschung, dass ihr hier aufgetaucht seid. Ich hatte schon befürchtet, den ganzen Kosch nach euch absuchen zu müssen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich nach diesem Treffen gesehnt habe. Wie ich sehe, habt ihr ja ziemlich schnell passende Gesellschaft gefunden. Wie man weiß, gleich und gleich gesellt sich Macht gern. ruhig eure Späße. Lange werdet ihr dazu nicht mehr Gelegenheit haben. Ihr werdet mit eurem Blut dafür bezahlen, dass ich aus Murolosch verbannt wurde. Wenn ich mich richtig erinnere, wolltet ihr mich schon in Murolosch beseitigen. Wie wir beide wissen, ist euch das nicht gelungen. Ihr redet eindeutig zu viel, Hamralasch. Versucht doch euer Glück, nehmen wir die Da Eis. habe ich euch leider unterschätzt. Noch einmal passiert mir das nicht. Das wird sich zeigen, da ich nicht das zulassen kann, was Darin Terhain mit Frenja und Firiane vorhat, werdet ihr mich nicht davon abhalten. Eure Überheblichkeit ist ja schon fast amüsant. Ich werde euch das Gegenteil beweisen. Und da geht sie. Ja, 150 Lebenspunkte, das ist jetzt nicht sonderlich viel. Na klar. Zeritus, sprich, Zeritus. Freund. Astus. Folgt mir, Arquatus. Wie viele Skelette kommen denn da noch? Ach, nur so viele. Da kommen noch mehr? Die Tür ist zu. Warum kommen da noch mehr Skelette? Ist sie jetzt zu? Nein, die geht immer wieder auf und es kommen immer wieder neue Skelette raus. Was soll die Kacke? Laden wir noch mal. Okay, erst einmal Waffen und Verstärkung holen.
Das ist nicht schön. Überhaupt nicht schön. Was? Ich meine, wie viele hunderttausend Skelette können da rauskommen? Und vor allem in so kurzen Abständen, das ist doch unmenschlich. Ja, ich weiß, das sind Skelette, aber trotzdem. So. Sprich, Freund. Mandaya, das bin ich. Ban Arquatus. Mein Atem geht ruhig. Saranar Ayorla. Yandra Aikara. Saranar Ayorla. Anaya. Aldrasora. Yandra Aikara. So, jetzt haben wir unsere Buffs. Dann nochmal das Ganze. Ja. Mach du, da habe ich. Ich versuche mein. Okay, ich glaube, jetzt haben wir. Nee, jetzt wird er aggro. Oh ja, was wir noch machen können. Waffen boosten. Folgt mir. Phorax. Ein Zwerg, ein Bord bei Angrosch Bart. Das bin ich. Ihr seht, da kommt, da hören die Skelette hören nicht auf. Mein Atem geht ruhig. Candidus. Sanya. Alauyama. Vorgrim, du trinkst mal einen Ausdauertrank. Tut mir leid, aber wie soll man das bitte schaffen? Also ja, den Hangralasch ignorieren und die Skelette schnell wegprügeln, das ist die einzige Möglichkeit, die man hat. Ein Zwerg, ein Bock. Arquas. Ah.
bei meiner Axt. Das bin ich, die Zepsanio. Ihr seht, kaum ist ein Skelett tot, kommen schon die nächsten zwei. Ich versuche mein Bestes. Sanja, das bin ich, Phorax. Und wieder zwei Skelette. Lass das mal vor. Ich versuche mein Bestes. Ich weiß nicht, gibt es hier irgendwas, was wir tun müssen, um... Besiege Hagengragasch. Der Zwerg Hammerglasch, den ich im Murisch das Handwerk gelegt habe, hat sich mit Darion Terhain verbündet. Ich muss Hagengragasch besiegen und Darion Terhain verfolgen, sonst wird dieser sein Seenritual an Frenja durchführen. Die Statuette. Nee. Ich weiß nicht, wie man diesen Kampf schaffen soll. Rechts, nun. Ja. Macht ruhig eure Späne, wie ihr wollt. Lass das mal vor, Grimm machen. Candidus, ja. Also erst ein Skelett weghauen, dann Hammerglasch weghauen. Ja. Phorax. Dann wieder alle auf ein Skelett losgehen. Und da kommen die nächsten Skelette. Das bin ich, Candidus. Ja. Alaya. Albrassona. Kommen wieder Skelette. Na klar, Arquartus.
Da kommen gleich wieder Skelette. Ich versuche mein Bestes. Bei meiner Axt. Das bin ich. Du trink mal einen Mana-Trank. So, und dann... Let's Fetz. Und da bin ich jetzt umgefallen, weil ich nicht drauf geachtet habe.